Halleluja! Heilige Geistin, komm! Uns reicht's endgültig mit der katholischen Kirche. Wir sind gern Katholiken, aber wir wollen nicht katholisch sein. Und deshalb haben wir jetzt ein echtes Rap-Lied komponiert. So ein echtes, so Soft-Egg-Rapper against the Catholic Empire. Und los geht's. Das Schlimmste, was es gibt, ist ein katholischer Priester, der katholisch ist. Das Schlimmste, was es gibt, ist ein katholischer Priester, der katholisch ist. Das ist so gemein. Naja, eigentlich, die Priester sind ja eh arm. Die sind ja so gequält von der Hierarchie. Und die würden ja eh mit uns wollen, aber es dürfen wir nicht. Ich glaube, das Rap-Protestlied werden wir jetzt ein bisschen umtexten. Und zwar, das Schlimmste, was es gibt, ist ein katholischer Bischof, der katholisch ist. Das Schlimmste, was es gibt, ist ein katholischer Bischof, der katholisch ist. Naja, aber es gab schon Anzeichen, dass die Bischöfe ja auch wollen. Die wollen auch nicht mehr katholisch sein. Die wollen lieb sein und mit den Menschen sich verstehen. Aber die dürfen ja auch nicht. Das Rom und dieses Vatikan-Empire und das Lied muss man noch einmal umkomponieren. Und zwar, ich kann schon fast nicht mehr. Das Schlimmste, was es gibt, ist ein katholischer Papst, der katholisch ist. Das Schlimmste, was es gibt, ist ein katholischer Papst, der katholisch ist. Aber der Papst, was hat denn der schon zum Reden? Der ist ja ganz allein da. Da könnte mir leid tun, da im Vatikan. Ich weiß schon. Das eigentliche Problem sind ja wir. Das sind ja alle. Das Schlimmste, was es gibt, ist ein katholischer Katholik, der katholisch ist. Das Schlimmste, was es gibt, ist ein katholischer Katholik, der katholisch ist. Ja, weiß ich noch nicht recht. Katholiken zu sein, ist eh schon schlimm nur. Aber katholisch müssen es dann auch noch sein. Rappi, Peppi, bitte für uns. Halleluja.